Ja, guten Morgen, Herr Professor Schneider. Ihre Betriebstemperatur war schon super, muss ich sagen. Leider war die Temperatur auf der Autobahn noch etwas unterkühlt. Man nutzt offensichtlich das Wochenende, um Teile zu sperren. Wenigstens um Düsseldorf war das heute so der Fall. Deswegen bitte ich Sie, mein zu spät kommen zu entschuldigen, aber es hat ja noch geklappt. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie natürlich auch im Namen des Landesdirektors hier des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe ganz herzlich begrüßen, Herrn Dr. Kirsch, der heute leider nicht da sein kann. Aber er hat mir gestattet, dann aus dem Rheinland im westfälischen Dortmund das zu übernehmen. Ich muss sagen, das ist schon eine Auszeichnung, wenn man einen Rheinländer dann hier in der Westfalen-Hauptstadt sprechen darf. Und ich sage, das genieße ich natürlich auch ein bisschen. Das Ministerium für Schule und Weiterbildung, das dem Thema Medien in der Bildung einen hohen Stellenwert einräumt, wird auch noch heute Nachmittag, wird der Staatssekretär Wienanz zu Ihnen sprechen und macht mit seiner Anwesenheit, denke ich, auch sehr deutlich, wie wichtig das Thema ist. Die Medienberatung NRW und die Landesanstalt für Medien, die als Organisatoren der heutigen Veranstaltung ein interessantes und vielfältiges Programm zusammengestellt haben, die ebenfalls zahlreiche Aspekte des Lebens und Lernens mit Medien darstellen. Auch in deren Namen möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Professor Schneider, wenn Sie es noch nicht getan haben. Aber besonders freue ich mich, wie gesagt, dass die Herren Professor Dr. Pfeiffer und Professor Dr. Schneider, dass die heute anwesend sind, dass wir sie gewinnen konnten, Vorträge für diese Thematik uns zu präsentieren. Das, glaube ich, wird ein ganz besonderer Genuss werden. Ich begrüße alle Pädagoginnen und Pädagogen, vielleicht darf ich auch sagen, alle Kolleginnen und Kollegen, die hier praxisnahe Informationen, Unterstützung und Anregung für ihre Arbeit mit Schülerinnen und Schülern und Jugendlichen und Kindern erwarten und sicherlich auch bekommen. Ich heiße Sie auch willkommen, die Eltern, deren Vertreter sich dankensweise ebenfalls an der Vorbereitung beteiligt haben. Ich meine, Sie, die Eltern, wünschen sich für Ihre Kinder, wie ich auch, bin auch Vater von 3 Söhnen, dass man qualifiziert mit Medien umgeht, dass man eine entsprechend qualifizierte Bildung bekommt, einen sicheren und sinnvollen Umgang mit Medien vermittelt werden. Ich denke, das ist sicherlich im Interesse aller Mütter und Väter. Insoweit erwartet uns heute ein abwechslungsreicher und spannender Kongress mit dem Thema, wir haben es gerade gesehen, Medien nutzen. So würden unsere Kinder eine Einladung machen. Ich denke, vielleicht ist das auch die Einladung der Zukunft, dass wir das überhaupt nicht mehr in Form von Flyern und Papier in die Hand bekommen, sondern das wird uns nur noch virtuell so ins Wohnzimmer flattern. Hat natürlich auch seinen Charme. Wir sehen, welche Möglichkeiten da bestehen. Meine Damen und Herren, im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen die Fragen, wie Jugendliche in Freizeit und Schule Medien nutzen und welchen Nutzen Medien für uns alle im Alltag haben. In diesem kurzen Einspielfilm, wie gesagt, sind die Möglichkeiten ja schon sehr deutlich geworden. Und vor allem Jugendliche gehen heute frei von Berührungsängsten mit Spaß und mit einem ausgesprochen hohen technischen Sachverstand mit digitalen Medien um, also an verschiedenen Stellen verlasse ich mich inzwischen schon voll und ganz auf meine Kinder, die, wenn sie sehen, wie ich mich mühevoll mit irgendetwas abquäle, sagen, Papa, lass mal. Und an wenigen Minuten ist alles programmiert, ist alles eingestellt. Und ich stehe dann auch oft staunend daneben, wie das geht. Das ist eben heute fast ein Markenzeichen unserer Zeit, wie unsere Kinder mit diesen Medien umgehen. Und sie bedienen mehr oder weniger in zahllosen Anwendungen und nutzen das Internet zur Kommunikation, zur Unterhaltung, zu allen möglichen Dingen. Ich, wie gesagt, glaube, dass wir da auch noch am Anfang vieler Entwicklungen stehen. Das heißt, es ist alles mehr oder weniger zur Selbstverständlichkeit geworden. Und ich muss sagen, aus eigener Erfahrung, als ehemaliger Leiter des Medienberufskollegs der Stadt Köln, Herr Professor Schneider, in dem Zusammenhang hatten wir uns auch schon mal kennengelernt, wo es um die Ausbildung von Mediengestaltern ging, als wir hier in Nordrhein-Westfalen neue Berufe kreierten, den Mediengestalter Bild und Ton, der ja ein Produkt Nordrhein-Westfalens ist, den gab es vorher nicht und bundesweit schon gar nicht und alle haben es dann ein Stück weit dem Kölner Modell nachgemacht. Aber auch aus dieser Zeit weiß ich, wie wichtig fundierte Kenntnisse im Umgang mit Medien sind, wie sie
den Übergang von Schule in Berufsleben erleichtern und wie sie heute fast Voraussetzung sind, einen qualifizierten Arbeitsplatz bekommen zu können. Das heißt, der Erwerb von Medienkompetenz ist in Schule unverzichtbar. Dass dies hier seinen Platz hat, ist klar in der Schule, denn in der Schule erreichen wir alle Kinder. Das ist der Ort, wo wir diese Chance haben. An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass beide Landschaftsverbände seit vielen Jahren ihren Teil der Bildungsverantwortung schultern. Erwähnen möchte ich nur unsere Trägerschaft für zahlreiche Förderschulen in beiden Landesteilen in Nordrhein-Westfalen, die Kommunalverbände Landschaftsverband Rheinland und Landschaftsverband Westfalen-Lippe sind, denke ich, bei vielen Schulträgern ausgesprochen geschätzte Partner. In besonderer Weise engagieren wir uns aber auch bei der IT-Ausstattung von Schulen. Der LVR beispielsweise implementiert zurzeit im Projekt NRW oder NRWIR unter Federführung von LVR Infocom in seinen Förderschulen die Lernplattform Fronta, die viele Möglichkeiten diesen Schülern eröffnet. Ich möchte auch herausstreichen, dass nach meiner Überzeugung die Entwicklung und Vermittlung von Medienkompetenz auch in Zukunft im Wesentlichen eine kommunale Gestaltungsaufgabe bleiben sollte und sein muss. Kommunale Entscheidungsträger sollten in dieser Frage, denke ich, auch weit über Parteigrenzen hinaus an einem Strang ziehen und zusammenarbeiten. Das haben wir in der Vergangenheit erfolgreich gemacht. Ich denke, für die Zukunft ist das nach wie vor wichtig. Die vielfältigen Kompetenzen, die Jugendliche bereits erworben haben, sollten in diesen Prozessen aufgegriffen, erweitert und zum Lernen genutzt werden. Einige der Kurzvorträge am Nachmittag werden unter dem Titel Lernen mit Medien hier sehr praxisnahe Beispiele geben können. Medienzentren sind dabei sehr gute und verlässliche Partner der Schulen. Ich denke, das werden Sie an vielen Stellen auch schon erfahren haben. Sowohl in unseren beiden Landesmedienzentren als auch im Netzwerk der 54 kommunalen Medienzentren in NRW halten wir eine hohe Beratungskompetenz vor, die auch von den Schulen entsprechend nachgefragt wird und deren Qualität uns auch immer wieder bestätigt wird. Auch die erfolgreichen Bildungspartnerschaften, ich nenne hier die Bibliotheken, Volkshochschulen, Museen und Medienzentren, die durch die Medienberatung NRW koordiniert werden, bündeln kommunales Know-how und setzen diese Ressourcen effizient um. Sie bieten erfolgreiche Netzwerke zur Unterstützung des Lernens der Schülerinnen und Schüler. Meine Damen und Herren, viele Eltern, und ich denke, vielleicht gehören auch einige hier im Saal dazu, machen sich auch große Sorgen natürlich wegen der möglicherweise negativen Folgen von Medienkonsum. Und machen sich Sorgen um ihre Kinder. Sie stellen sich Fragen wie zum Beispiel, wie lange soll ich meinem Kind erlauben, am Computer zu sitzen? Wie kann ich mein Kind vor neuen Formen des Mobbings über die sozialen Netzwerke schützen? Professor Schneider hatte gerade das erklärt. Es bleibt alles im Netz verfügbar und man weiß oft nie, wo die Daten am Ende wieder aufschlagen. Oder inwieweit fördern Computerspiele Gewaltbereitschaft und Ähnliches. Und ich muss Ihnen sagen, auch mich beschäftigt das. Als Vater von drei Söhnen bekomme ich immer wieder mit, mit was sie sich bei Computerspielen in den Medien beschäftigen, und oft stehen einem die Haare zu Berge und das ergibt dann immer ganz intensive Gespräche und Auseinandersetzungen, die natürlich sehr oft damit enden, dass sie sagen, ah, Papa, da siehst du viel zu eng. Das ist natürlich eine Herausforderung an uns und man ist dann oft im Zweifel, wie die Antworten ausfallen können. Und ich denke, unsere Antworten müssen klug sein. Denn es ist in der Tat fast ein biblischer Fluch, dass alles, was der Mensch anpackt, positiv und negativ am Ende genutzt werden kann. Das gilt nicht nur für die Medien. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie sich da mal zurückversetzen, würden wir, nur weil es Schundliteratur gibt, auf das Drucken von Büchern verzichten? Oder würden wir vielleicht sogar sagen, das Lesen lernen ist schädlich, denn dann könnte man auch diese Literatur lesen? Ich glaube, auf die Idee würden wir nicht kommen. Das bedeutet, wir brauchen andere Antworten für diesen Problemkreis. Also, es sind ganz, ganz wichtige Themen, die uns sicherlich auch heute hier beschäftigen.
Und auch die Landesjugendämter, ich sehe Herrn Mertens, unseren Landesrat für Jugend unter uns, auch die Landesjugendämter der Landschaftsverbände widmen dem eine sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit und beschäftigen sich natürlich sehr intensiv damit. Ebenso bietet die Initiative Eltern und Medien der Landesanstalt für Medien hierzu ein breit gefächertes Informationsangebot. Also Antworten auf aktuelle Fragen und Ansätze für die pädagogische Arbeit hierzu brauchen wir. Und wir haben heute Vorträge eben gerade unter dieser Überschrift Leben mit Medien, wie macht man das klug, auf der Tagesordnung. Ich wünsche Ihnen, dass Sie heute hier viele Informationen bekommen, dass ein interessanter Gedankenaustausch stattfindet, Gespräche, Praxisbeispiele vielleicht auch gegenseitig bewertet werden und Materialien, die auch hier im Ausstellungsbereich vorhanden sind, entsprechend inspiziert werden und von Ihnen dann jeweils genutzt werden. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne einen spannenden, anregenden Tag. Vielen Dank. Thank you.